Wir kümmern uns in der Caritas Vorarlberg um langzeitarbeitslose Menschen, beschäftigen, qualifizieren und vermitteln diese in den ersten Arbeitsmarkt. Wir haben Menschen, die unbedingt einen Job suchen, keinen finden, und auf der anderen Seite Unternehmer, die dringend Fachkräfte suchen. Wir haben uns dazu überlegt, unsere Personalvermittlung, also für langzeitarbeitslose Menschen, zu professionalisieren. Es gilt wirklich, hinter den Lebenslauf zu schauen und dafür auch Unternehmen zu gewinnen, solche Menschen einzustellen, die Chance zu geben. Und gleichzeitig bieten wir den Unternehmen auch die betriebliche Sozialarbeit an, um präventiv tätig zu werden, bevor der Jobverlust quasi ins Haus steht. Ein langzeitarbeitsloser Mensch ist in der Regel mindestens ein Jahr arbeitssuchend. Das heißt, er hat schon sehr, sehr viele Rückschläge erlebt in dieser Zeit. Das betrifft ältere Menschen, es betrifft Jugendliche, die teilweise Schule abgebrochen haben, es betrifft Konventionsflüchtlinge, es betrifft Menschen mit einer körperlichen Einschränkung. All das ist eher nebensächlich. Wir schauen uns wirklich nur die Talente an und bringen dann die Mitarbeiter in unsere Unternehmen. Ziel dieser ganzen Beschäftigung ist, die Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Aber gleichzeitig auch präventiv tätig zu werden, den Unternehmen unsere Fachkompetenz anzubieten. Es gilt, aufmerksam zu machen: liebe Unternehmer, hier sind Menschen, die etwas können, die Arbeit suchen und die sehr viel Talent mitbringen. Gebt diesen Menschen eine zweite Chance. Unser Motto lautet ja: Schenk mir ein zweites Leben. Wir haben das Integration Assistance Program 3.0 eingereicht. Bei dem Projekt können wir Frauen mit Migrationshintergrund direkt am Arbeitsplatz unterstützen. Wir unterstützen sie mit betrieblicher Sozialarbeit, Mediation und beruflichem Coaching. Und es geht auch um Weiterbildungen, wenn Frauen mehr erreichen wollen, einen Abschluss erreichen wollen. Da unterstützen wir sie auch. Das Besondere daran ist auch, dass wir örtlich und zeitlich die Frauen flexibel betreuen können. Die Zeit der Abwesenheiten werden kürzer, das heißt, Krankenstände werden weniger, die Fehlzeiten, die Amtswege werden mit der Zeit weniger, die Produktivität steigt, die Fluktuation sinkt, und das sind alles Kennzahlen in einer Personalabteilung, in einer Firma. Und langfristig gerechnet kann man sagen, es gibt einen Return of Investment von mindestens 1:3. Also es ist erwiesenermaßen so, wenn man seine eigenen Mitarbeiter unterstützt, dann leisten sie mehr. Die ganze Unterstützung ist vertraulich und kostenlos für die Frauen. Auch wenn diese Betreuung vertraulich ist, bekommt die Firma am Ende der Projektlaufzeit natürlich einen Endbericht. Wie viele Personen waren bei uns? Zu welchen Thematiken waren sie da? Wie konnten wir eine Lösung herbeiführen? Das Integration Assistance Program wird gefördert vom Innenministerium, und vom Projektende bis zum nächsten Projektanfang vergehen oft 3 bis 6 Monate. Und genau da wollten wir eingreifen, um Unterstützung anzubieten, dort, wo es wirklich gebraucht wird und was bringt.